wir jetzt seit 17 Jahren tätig und im letzten Jahr hat sich nochmal ganz viel getan im Punkt Sales und Verkauf. Wir haben die gesamte Inbound-Service-Mannschaft auf Sales-Aspekte geschult, sodass in jedem Beschwerde-, Beratungsgespräch, Anfrage zur Rechnung irgendwie auch immer dieser Sales-Aspekt mit zur Geltung kommt und wir mittlerweile auch sagen mit dem gesamten Team, guter Service funktioniert nicht mehr ohne Sales. Wir sind in der dankbaren Rolle, dass InnoG als unser Auftraggeber den Wert der Kollegen schon frühzeitig erkannt hat, die tatsächlich am Ende mit den Kunden sprechen und die Schnittstelle darstellen. Insofern haben die ganz zu Beginn unsere Agenten, unsere Mitarbeiter, die Teamleiter, die Projektleiter auch in dieses Thema mit reingebracht, motivatorische Aspekte gesetzt, auch gesagt, ihr seid ein Teil des Ganzen, ihr seid nicht unser Outsourcing-Partner, sondern ihr seid am Ende diejenigen, die den guten Service und die Qualität auch ausmachen. Und das haben sie auch nicht nur gesagt, das haben sie auch mit guten Sachen auch bewiesen. Und dann war es für uns auch ein leichtes, auf diesen Zug mit aufzuspringen und dann eben unsere Dinge auch noch zu ergänzen. Die ganz zentrale Rolle ist das. Wir sehen ja hier auch viel Technik und was man alles noch so machen kann, aber die gute Botschaft ist, dass es am Ende immer noch um die Leute geht, die den Kundenservice machen. Wir bei Converges haben den Vorteil, dass wir auf ein Team schauen können, was in jedem Moment auch sehr engagiert ist, mit sehr viel Identifikation und Leidenschaft auch für unsere Auftraggeber arbeitet. Und das versuchen wir halt auch dann weiter zu fördern. Und das ist unsere zentrale Arbeit, eben da Führung auch sicherzustellen, nah bei den Leuten zu sein, ihnen mit auch nicht nur in der Arbeit, sondern auch an anderen Stellen Unterstützung zu geben, geduldig zu sein und sie auch zu fördern und zu befördern in der Rolle, die sie ausfüllen und in dem, was sie schon gut machen, dann eben entsprechend auch zu unterstützen. Also das Thema Führung und Menschen und nah dran sein ist die zentrale Tätigkeit, die wir haben bei uns im Service Center. Naja, man steht jetzt hier so als Manager und in Wirklichkeit ist es natürlich schon so, dass die Arbeit, die tatsächliche Arbeit mit den Leuten dann auch von vielen anderen gemacht wird und das Thema Vertrauen und Spielräume geben und Kreativität zulassen, auch mal abzuweichen von Skripts und von Vorgaben, von Prozessen, um auch neue Möglichkeiten zu entdecken, wie man Kundendialog einfach noch besser machen kann und das auch mit dem Auftraggeber zu besprechen, eben auch Freiraum lassen für gute Ideen, die man hat im Kundenservice. Egal, ob sie nun vom Kundenberater kommen oder vom Projektleiter oder von mir, jeder hat da auch das Recht, eine gute Idee mit einzugeben, die wir dann auch besprechen.